Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um Interviews von Tino Chrupalla und Alice Weidel nach der Wahl. Jetzt im Folgenden die Interviews und ihr könnt schon einmal darauf achten, wie die beiden sich über Maximilian Krah und Peter Büstrom äußern. Frau Weidel, Sie wirken extrem erleichtert. Ihre Partei mag jetzt die zweitstärkste Kraft geworden sein und das nach einem desaströsen Wahlkampf. Sie mussten Ihre beiden Spitzenkandidaten verstecken. Die sind auch beide bislang nicht hier. Auf der Bühne standen Sie mit der Nummer 3 in diesem Wahlkampf. Was glauben Sie, wie viele Prozentpunkte haben Krah und Büstrom gekostet? Also erstmal müssen wir festhalten, dass es nach diesem holprigen Start in den Wahlkampf wir ja extrem gut in den Endspurt gegangen sind. Und da danke ich erstmal unseren ehrenamtlichen Wahlkampfhelfern. Alle haben Wahlkampf gemacht und das ist wirklich super gelaufen. Ich glaube insgesamt, dass die Leute, die Wähler, das auch nicht mehr abkaufen. Also sowas löst sich nachher auch in Luft auf. Und aber Sie meinen SS-Verharmlosung, mutmaßlich ein chinesischer Spion als Mitarbeiter, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, das löst sich in Luft auf? Ja, die Menschen sind deutlich eurokritischer geworden und europakritischer. Das ist ja hier eine Europawahl gewesen. Und insgesamt stinkt es den Leuten, dass sie so viel Bürokratie aus Brüssel haben. Verbrennerverbot, das Ganze von oben nach unten rein diktiert in das Privatleben und auch in die Industrie. Aber ich hatte nach Ihrem Wahlkampf gefragt, nach Ihren Spitzenkandidaten. Ja, und die Antwort gebe ich Ihnen gerade. Die Menschen sind insgesamt, wir besprechen ja hier gerade die Ergebnisse, wir sind der zweitstärkste Kraft. Wir haben 50% Zugewinn mit Abstand und wir sind stärkste Kraft im Osten. Also es ist hoch erfolgreich gelaufen, weil die Leute insgesamt europakritischer geworden sind. Diese Spitzenkandidaten, die Sie verstecken wollten im Wahlkampf, die sind Ihnen aber auf der Nase rumgetanzt. Es gab jetzt Wahlkampfabschlussveranstaltungen von beiden sogar. Was machen Sie jetzt mit denen? Ja, wir haben ja alle Wahlkampf gemacht. Das schauen wir uns alles morgen an. Wir haben ja sehr viele Sitzungen und auch Termine. Ich habe jetzt mein Augenmerk auf der Gründung der Parlamentariergruppe im Europäischen Parlament. Ohne die beiden? Das wird morgen früh um 10 Uhr gemacht. Und dann wollen wir einfach weitersehen, wenn wir dann um 14 Uhr in der Pressekonferenz gemeinsam sitzen, Sie und ich. Würden Sie sich freuen, die beiden würden Ihr Mandat gar nicht antreten? Ich werde das nicht kommentieren, das soll die Delegation entscheiden. Das klingt aber jetzt auch nicht unbedingt nach Fürsprache. Ich muss da überhaupt gar nichts zu kommentieren. Vielen Dank, Alice Weidel. Und jetzt steht Timo Chrupalla, der Co-Vorsitzende der AfD, auch schon zum Interview bereit, höre ich. Wir können also nachfragen. Wunderbar. Herr Chrupalla, wenn Sie mich hören können, davon gehe ich aus. Ja, das ist so. Ja, Sie haben ja in der Tat einen ziemlich verkorksten Wahlkampf hinter sich mit Verwerfungen auf der deutschen, auf der europäischen Bühne. Und dann haben wir vorhin gesehen, sind Ihre Umfragewerte auch zunächst mal runtergegangen. Jetzt 16% in der Prognose, Rang 2 für Sie. Ist das besser, als Sie gedacht haben? Jetzt höre ich Sie, jetzt höre ich Sie, genau. Ja, das ist so. Ja, Sie haben ja in der Tat einen ziemlich verkorksten Wahlkampf hinter sich mit Verwerfungen auf der deutschen, auf der europäischen Bühne. Und dann haben wir vorhin gesehen, sind Ihre Umfragewerte auch zunächst mal runtergegangen. Jetzt 16% in der Prognose, waren 2 für Sie. Ja, jetzt ist das Spiel sozusagen zu Ende und wir haben ein super Ergebnis eingefahren. Also deswegen, Umfragen haben eben wenig zu sagen. Und der Wähler ist uns treu geblieben, auch die letzten Monate. Und wir haben fast 50% neue Wähler dazugewonnen zur letzten Europawahl. Also hier zu sagen, es wäre kein gutes Ergebnis, ein super Ergebnis mit Platz 2 vor der Kanzlerpartei, vor den Grünen, vor der FDP. Also ein super Abend und vor allen Dingen ein guter Start in dieses Wahlkampfjahr. Wir wollen ja noch 3 wichtige Landtagswahlen dieses Jahr gewinnen. So ist es. Und jetzt versuche ich mal gerade, ob wir die Tonprobleme beheben konnten. Wir hatten einen großen Versatz von fast einer Minute. Das testen wir mal eben, Herr Chrupalla. Können Sie mich jetzt direkt hören? Ich kann Sie hören, ja.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, schneller. Dann können wir das Interview fortsetzen. Ich will noch mal sagen, 16% sind ein wirklich starkes Ergebnis, Ihr Rekordergebnis sogar. Darauf hatte ich hingewiesen. Gleichwohl müssen Sie ein paar Probleme jetzt noch lösen, gerade auch auf europäischer Bühne. Dort hatte Ihr Fraktionsverband Sie nun erstmal ein bisschen geächtet und ausgeschlossen. Wie wollen Sie da jetzt weitermachen, denen Sie ja fast zu extrem sind? Wollen Sie, welche Fraktion wollen Sie gewinnen, Sie sozusagen in Brüssel, in Straßburg wieder aufzunehmen? Ja, ich denke mal, mit diesem Rekordergebnis haben wir natürlich auch Rückenwind in unseren Verhandlungen. Die werden die nächsten Tage jetzt stattfinden. Also von daher möchte ich dem auch nicht vorgreifen. Ich denke, wir werden mit 16, 17 Abgeordneten ins Europaparlament einziehen. Und damit sind wir ja schon für uns als Gruppe, als Delegation eine beachtliche Größe. Und dann wird man uns auch ein Stück weit brauchen, um vor allen Dingen gegen die falsche Politik dieser EU von Ursula von der Leyen auch Politik zu machen. Dazu stehen wir bereit. Unsere Hand ist ausgestreckt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir auch einer Fraktion angehören werden. Mhm. Ihre Spitzenkandidaten Krah und Bistron, die wurden ja im Europawahlkampf versteckt, sollten gar nicht auftreten. Fordern Sie die jetzt auf, ihr Mandat niederzulegen? Offenbar braucht man sie ja gar nicht. Nun, wir brauchen jeden Abgeordneten im Europäischen Parlament und das wird auch die neue Delegation die nächsten Tage entscheiden, wie es dort weitergeht. Wie gesagt, wir freuen uns heute erstmal auf diesen Abend, auf diesen Wahlabend. Wir werden erstmal analysieren, vor allen Dingen, ob es vielleicht noch gar noch ein Stück weit weiter nach oben geht. Ich denke, heute sind sogar noch 17% drin und die großen Krokodilstränen fallen heute bei anderen Parteien. Also lassen Sie uns den Abend doch genießen. Wir haben den ganzen Wahlkampf doch wirklich so viele Knüppel in die Beine bekommen. Die Medien waren uns nicht wohlgesonnen und ich denke, dass wir heute was zu feiern haben. Und ich freue mich vor allen Dingen für die Wähler, aber auch vor allen Dingen für die Wahlkampfunterstützer, die uns die Stange gehalten haben, die uns so toll in diesem Wahlkampf unterstützt hat. Und dafür möchte ich mich auch hier an dieser Stelle bei diesem bedanken. Sagt Timo Chrupalla. Sowohl Maximilian Krah als auch Peter Bistron, sie haben sich beide nicht zu Schulden kommen lassen. Jetzt werden viele sagen, ja, aber doch, Maximilian Krah mit der SS-Verharmlosung, das war doch natürlich eine dumme Aussage. Es war zwar keine SS-Verharmlosung, aber es war eine Einladung an die Medien. Er ist doch schuld, er hätte das nicht sagen sollen. Und ja, also ist es ja okay sozusagen. Aber schauen wir uns das Ganze genauer an. Weil im Gegensatz zu Maximilian Krah liegt gegen Peter Bistron nichts vor, rein gar nichts. Also es liegen keine Beweise vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aber es ist sehr wahrscheinlich so aus meiner Sicht. Also erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Die AfD pocht auf die Unschuldsvermutung, pocht gegen Vorverurteilung, gegen den Verfassungsschutz. Also sagt, ja, hier der Verfassungsschutz verleumdet uns und ja, das ist Vorverurteilung, das ist Einflussnahme und so weiter und so fort. Und jetzt macht die Parteispitze, jetzt machen Chrupalla und Weidel das gleiche bei Bistron. Das heißt, für Bistron muss auch eigentlich die Unschuldsvermutung gelten. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und er wird hier von Weidel und Chrupalla nicht geschützt. Warum wird er nicht geschützt? Wenn man genau hinhört, es hört sich alles so freundlich an, aber es kam ja die Forderung und es kam die Frage, ob Bistron und Krah, ob sie ihre Listenplätze antreten sollen. Und wenn man jetzt genau aufpasst, weder Chrupalla noch Weidel haben sich in irgendeiner Art und Weise schützend geäußert, dass sie das antreten sollen. Oder sie haben auch, als die Anwürfe kamen, es hätte ja Skandale gegeben gegen Krah wegen China und Bistron, es wären viele Skandale. Es kam nicht der Einwand, nee, wir haben ja keine Skandale. Gegen Bistron liegt nichts vor. Und diese China-Geschichte mit Krah, das stimmt auch nicht. Das heißt, die Medien haben Schmutz über Krah und Bistron ausgekippt, haben einen Eindruck erweckt, dass es Skandale gibt, dass mit China, dass da Krah ein heimlicher China-Spion ist. Und Chrupalla und Weidel sind dem in den Interviews nicht entgegengetreten, sondern haben diesen Eindruck unterstützt, indem sie keine Rückendeckung gegeben haben und eigentlich haben erkennen lassen, dass sie nicht unterstützen, dass Krah und Bistron ihr Mandat antreten. Und man muss sich das mal vorstellen. Also ich kann mir jetzt nicht erklären, also man kann sich fragen, was hinter den Kulissen passiert ist. Also wie kann man sowas machen? Und ich finde das toxisch und so geht man miteinander nicht um. Also Krah und Bistron, sie wurden regelrecht, ja, wie soll man das sagen, verschlissen, abgeschossen. Und das macht keinen guten Eindruck. Es wirkt unkollegial, es wirkt asozial. Also ich finde es richtig asozial. Also vor allen Dingen bei Krah kann man noch sagen, ja, mit der Passage, dass, obwohl es eine technisch einwandfreie Passage ist und man das Ganze hätte abräumen können,
in dem vielleicht Maximilian gerade nochmal nachschiebt. Natürlich, die SS-Zeit war ganz schlimm und auch gerade in Italien, wir verurteilen das aufs Schärfste. Das hätte er nochmal nachlegen können, weil er es jetzt in dem Interview nicht betont hat, aber es war alles korrekt, was er gesagt hat. Es gilt die Unschuldsvermutung für jeden, weil sonst hätte man ja jeden SS-Mann gleich zum Tode verurteilen können. Und selbstverständlich, man muss sich ja da zurückversetzen damals. Es gab die Propaganda, die SS ist das Allertollste. Und auch gerade wenn man jung ist und da eingezogen wird, oder es gab ja auch diesen Grund, den Kran geführt hat, dass manche Leute, sie gingen entweder zur SS oder zur ungarischen Armee, und die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg hat gezeigt, wenn man zur ungarischen Armee ist, dann ist man quasi tot. Das heißt, natürlich ist möglich, dass man zur SS geht, einfach um sein Leben zu retten. Weil das halt in dem Moment opportun ist, und das klingt jetzt so böse opportun, aber es geht ja um Leben und Tod im Krieg. Und natürlich hat ihn in den Forderung gestellt, weil er Bekannte hat von seiner Frau, die so ein Schicksal hatte, zufällig. Und das haben wahrscheinlich auch die Medien gewusst und haben genau deshalb darauf angespielt. Weil natürlich Maximilian Krah nicht die Vorfahren seiner Ehefrau in den Dreck ziehen will. Weil es wahrscheinlich halt diese Leute genau Ausnahmefälle waren, die keine Verbrecher waren, obwohl sie bei der SS waren. Was? Natürlich kann man sagen, ja, man hätte es wissen können bei der SS, aber wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, wie das war. Es gilt einfach die Unschuldsvermutung. Vor allem, wenn man sich überlegt, wer bei der CDU nachher noch alles Karriere gemacht hat. Palla und Weidel erwecken den Eindruck, indem sie jetzt Maximilian gerade für abgesägt haben, dass er irgendwas Anrüchiges gemacht hat, was aber nicht stimmt. Das heißt, man hätte gerade schützen müssen. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Er hat nur nicht betont, dass die SS ganz schlimm war. Also hätte er es noch mehr betonen können. Aber im Grunde, das weiß doch jeder, dass die SS ganz schlimm ist. Und das davon kann man wirklich ausgehen, dass es wirklich Allgemeinwissen ist, dass man das nicht nochmal erklären muss. Oder dass man, nur weil man es jetzt nicht erklärt, nochmal, wie schlimm das alles war, dass man die SS verharmlost. Es gilt ja immer, dass man nicht verallgemeinern soll. Das sind jetzt beispielsweise auch die YouTube-Richtlinien, dass man nie eine komplette Gruppe in den Dreck ziehen darf. Und das gilt natürlich dann auch für solche Gruppen, auch ob es einem gefällt oder nicht. Weil wir leben in einem Rechtsstaat, und sonst hätte man ja gleich jeden gleich erschießen können oder ins Gefängnis sperren können. Bei Peter Büstron, diese Vorwürfe, sie sind sehr wahrscheinlich vom tschechischen Geheimdienst konstruiert, es liegt nichts vor. Tino Kupala und alles Weil haben nicht betont, dass nichts Konkretes gegen Peter Büstron vorliegt, sondern dass der allein die Staatsanwaltschaft ermittelt, aufgrund Behauptungen des tschechischen Geheimdienstes. Man muss aber auch wissen, dass die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden ist. Das heißt, natürlich liegt der Verdacht nahe, dass hier irgendwas hingelegt wird, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln kann, dass man Rufmord begehen kann. Und es scheint ja auch so, es war ja schon vorher so, dass Krah und Büstron, dass sie auch schon vorher nicht geschützt wurden, als das mit Krah noch gar nicht der Fall war, mit diesem Interview. Und jetzt muss man sich mal angucken. Die FPÖ hat 27% erreicht. Die AfD war bei 23% zu Jahresbeginn und ist jetzt nur noch bei 16%. Und es liegt gegen die AfD nichts vor, sondern es wurden diese ganzen Skandale gespielt, okay, auch mit Korrektiv. Das hätte man auch entschiedener zurückweisen können von Anfang an. Vor allen Dingen hat Weidel Roland Hartwig entlassen, was auch wie ein Schuldeingeständnis wirkt. Obwohl er sich auch nicht zu Schulden kommen lassen. Es kam raus, dass diese Korrektivgeschichte, dass es eine Lüge ist, und aber die AfD-Spitze hat mit dazu beigetragen, also Weidel hat mit dazu beigetragen durch die Entlassung von Roland Hartwig, dass es aussieht, ja, das war eine schlechte Veranstaltung oder es war eine unzulässige Veranstaltung. Und hätte sie anders reagiert, dann wäre das nicht der Fall gewesen. Und die AfD, wie gesagt, die AfD stand bei 23%, jetzt steht sie bei 16%. Und die 16%, da muss man jetzt auch noch dran denken, dass zufällig das mit Stürzenberger kam und die Medien zufälligerweise aus strategischen, für die AfD etwas glückliche Umstände, das auch in den Mittelpunkt gestellt haben, was der AfD nochmal Auftrieb gegeben hat. Und trotz dieses Auftriebs mit Stürzenberger, mit diesem in den Mittelpunkt rücken von der Messerkriminalität, hat es für mehr als 16% nicht gereicht. Und wenn man sich überlegt, 16% AfD, dann jetzt vielleicht noch 6% Wagenknecht, dann sind wir bei 23%, wenn man es sich schön rechnet, höchstens. 23% ist nicht mal ein Viertel. Mit 23% kann man in Deutschland nichts bewegen. Und es ist, wie gesagt, es ist viel besser möglich. Das zeigt allein schon Österreich. Und Österreich, das ist auch kein Selbstläufer, sondern seit Kickl das übernommen hat, ging es von unter 20% auf 27%. Und hätte die AfD, da bin ich fest von überzeugt,
hätte man Krah und Bistron geschützt. Auch wenn jetzt Aust gute Auftritte gemacht hat, hätte man Krah und Bistron geschützt, dann hätte die AfD ein Ergebnis von über 20% eingefahren. Und auch wenn man das mit Korrektiv richtig gemacht hätte und man auch die Medien dafür, wenn man sich darauf nicht eingelassen hätte, wenn man die Medien entblößt hätte, das hätte man sowieso schon längst machen können, wo ja auch Weidel und Chrupalla die AfD supportiert haben oder auch die oder auch der Nordrhein-Westfälische Landesverband und der Hamburgerische Landesverband, war es, Abgeordnete zu blamieren oder auch zurückzupfeifen, schlecht zu machen, weil sie nach Russland gereist sind oder in den Donbass gereist sind, um entweder die Präsidentschaftswahlen zu beobachten oder die Wahlen in den Gebieten, die Referenden. Es ist eine vollkommene Selbstverständlichkeit, dass jedem frei steht, dahin zu fahren, sich ein eigenes Bild zu machen und davon zu berichten. Und das hätte das Informationskartell der Großmedien durchbrochen. Stattdessen beteiligt man sich an diesem Informationskartell. Und das sind jetzt aus meiner Sicht so viele Dinge. Also ich frage mich, also aus meiner Sicht gibt es bei der AfD ein Problem. Diese Sache mit Bistron und Krah, ich finde es hochgradig verstörend. Und ja, also ich weiß nicht, also aus meiner Sicht, da müssen die Mitglieder Druck machen auf Chrupalla und Weidel. Oder man muss die Führungsspitze austauschen, weil so wird das nichts. Also so kommt man auch nicht mehr über 20%. Und der Schaden, das ist so eine riesige Blamage, es ist ein nachhaltiger Schaden. Und wir können uns mit 16% nicht zufrieden geben. 16% angesichts der Fehlleistung der Bundesregierung sind 16% blamabel. Also 16%, es ist ein Witz, dass mit der Leistung der Bundesregierung, die sich so halten können. Also immer noch die überwiegende Mehrheit, also 75% immer noch diese großen Parteien unterstützen, diese Altparteien. Und ja, also ich weiß nicht, also so, ich sehe da keine Perspektive. So kann es nicht weitergehen aus meiner Sicht. Also ihr könnt ja schreiben, vielleicht, ihr könnt mir das ja erklären, weshalb ich ganz falsch liege und dass Weidel und Chrupalla ganz tolle Entscheidungen gefällt haben. Und wie gesagt, ich will ja die beiden mögen. Und ich habe ja auch Chrupalla für seine Auftritte gelobt und so weiter und so fort. So viel es ging, habe ich ihn gelobt. Habe so viele Augen zugedrückt, wie es nur irgendwie ging. Weil natürlich es viel Kritik gibt. Also weil seit 2014 die Medien den Neonazismus und den Faschismus in der Ukraine ausgeschwiegen haben. Also die schlimmsten Ereignisse ausgeschwiegen haben. Und die AfD zu der Entdämonisierung Russlands viel zu wenig beiträgt aus meiner Sicht. Also die Russland werden wie die Barbaren hingestellt und die Ukraine wird ganz nett hingestellt und die AfD leistet viel zu wenig, die Leute dazu zu informieren, was die Ukraine seit 2014 für ein Regime ist, welche Zustände dort herrschen, dass es ein Nazi-Regime ist, weil es nationalsozialistische Bestrebungen befördert. All das wird von der AfD oder jedenfalls von der Spitze viel zu wenig erklärt, auch den eigenen Mitgliedern. Und natürlich, viele wissen es nicht besser. Also viele Abgeordnete, ich habe es selbst mitbekommen, sie wissen es, sie sind einfach nicht gut informiert. Und sie merken vor allem, das Problem ist, sie merken nicht, dass sie nicht gut informiert sind. Aber trotzdem, ja, es sind viele schlaue Leute in der AfD, die Parteispitze bestimmt schon darauf hingewiesen haben. Und dann muss man auch sich da ja besser informieren. Und das, ja. Also es ist aus meiner Sicht eine enttäuschende Fehlleistung. Und da fragt man sich wirklich, ja, also für was man da seinen Kopf hinhält. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.